Hallo und herzlich willkommen zu Game of Thrones, a Telltale Game Story. Ich bin so langsam ein wenig angepisst. Das ist jetzt schon quasi die dritte Aufnahme, die ich hier mache. Wir werden mal sehen, wie oft ich das noch machen muss. Also die dritte Audioaufnahme. Denn irgendwie spinnt heute mein Aufnahmeprogramm. Danke, Audacity, dafür. Übrigens so. So, Safe Game 2 auswählen. Ich sehe das Ganze jetzt hier zum dritten Mal. Also entschuldigt, wenn ich ein bisschen genervt klinge. Ab der Hälfte ungefähr wird es besser, weil da hat die Aufnahme dann wieder funktioniert. I am the Sword in the Darkness. I am the Watcher on the Wall. Jon Snow. Ich hoffe, dass wir hier ein wenig mehr Action sehen werden. Also ich weiß, dass wir hier ein wenig mehr Action sehen werden, dass die Storyline ein bisschen besser ist. Da ich das Ganze jetzt zum dritten Mal Postmortem aufnehme. Postmortem? Lol. Wenn ich das Ganze jetzt zum dritten Mal quasi danach aufnehme, hoffe ich, dass es diesmal besser wird. Auch von meinem Kommentar her habe ich ja nochmal eine Chance. So. Ja, hier rede ich jetzt ein bisschen noch darüber, was ich mir hiervon warte und wünsche. Aber jetzt lasse ich euch erstmal den Rückblick sehen, der jetzt kommt. Genau. Und melde mich dann erst wieder zurück. These are dark days, Ja, I trinke fear. erst mein Bierchen auf diesen Mist. The North Grove must never be lost. You're sending him to the war. The boy's done nothing wrong. The future of this house is in Lord Ethan's hands now. I've decided to name you as my sentinel, Sir Roland. I'm just worried about my family. The king was not inclined to offer help for your family. Are you willing to risk an alliance with the crown? It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Rashor. We don't want Whitehill men within these walls. You can be my highborn ward. My lord, if you want a hostage, take me. Ethan. No! Don't let them take me! My son. Ja, so. Hier sind wir zurück. Mal schauen, wo wir starten. Ich weiß es. Sieht aus wie die großen Pyramiden von Yunkai. Und hier bist du einfach mal auf die Straße. In den Topf. Was angekrochen. Ich hätte da ein bisschen mehr Angst. Asher, Forrester, Yunkai. 3 days after liberation. Cooler Kerl, der Asher. Whoa, it's just me, Beska. Took you long enough. Your ale's getting warm. Or warmer, I should say. So, erst einmal können wir uns frei bewegen. You can stop pacing. Uns ein bisschen was angucken. They'll be here soon. This stuff is weak compared to Northern Ale. Das mag sein, so geht's mir auch immer, wenn ich Bayern verlasse. This place could use a good cleaning. Is that wine? Or blood? Taste it and find out. Ja. Gesagt, getan. It's blood. Oh. Nice having the place to ourselves, though. Ja, erst mal gucken auf diese Wasserpfeife. Fragrant. Gelucki machen. Das einzig Gute ist. Looks like we weren't the first to rough up the place. Das einzig Gute ist, jetzt kann ich hier jetzt schon mal die andere Audiospur vom zweiten Teil bearbeiten. Only a Forester brings his axe all the way to Essos. Wicked little thing, though. Ich gehe hier gerade darauf ein, dass die
Grafik mir nicht ganz so gut gefällt, wegen dem vielen Kantenflimmern. Aber das Zeichen sieht ganz nett aus auf der Axt. Und die Axt natürlich nämlich auch, aber ja. Kann man sich jetzt drüber streiten, ob das sein musste. Das Flimmern. Und ich, das hätten wir fast übersehen. Gut, dass wir uns umgeschaut haben. This place probably used to be nice. Look at, talk to Biscaha. I know. Woman sellsword, 4 years fighting by your side and you still can't get over it. Come on, Asha, quit staring, let's get to drinking. Ja, jeder ist frei. Ale. It goes in yellow, comes out yellow. Waste of time even drinking it, if you ask me. Considering we found it in an abandoned tavern, it's not bad. The smell off to you? It's the only thing in Yunkai that doesn't. I know. It's a filthy haven for thieves, murderers, and other deadly bastards. You should feel right at home. I know I do. Maybe we drink, thieve, and fight until the end. Are you drunk? I'm no bastard. I drink to that. Eigentlich wollte ich diesmal nicht vorlesen. Ich rede hier eigentlich über I'll drink anderes. To that. Aber I'll drink to that. You'll drink to anything. Prost, mein Freund. Another round? Have you forgotten about our honored and exalted guest? An exalted guest. Go see if he's still breathing. Ja, ja, so kann's gehen. How's he doing? Wer das wohl ist? We need him alive to collect his bounty. After that. Aber der gute Asher ist ja kein guter Junge. Darum können wir hier erstmal was Böses oder was Härteres auswählen als sonst immer bei den kleinen Kindern. Oh, does Asha scare you? You should see him when he's angry. 800 gold dragons for capturing him. Lucky we caught him trying to flee Yunkai. Lucky for us. Not so lucky for him. We should find more former slave masters with bounties on their heads. I don't need any more naked fat men in my life, thank you. They say only the poor know how to really spend money. We'll buy the finest wines, the best whores. Sleep in a bed without fleas? Ooh. Sounds nice, doesn't it? Ohne Flöhe? Dafür mit Huren? Ah, ich glaube, der Nette braucht gar keine Flöhe, das sieht gut genug aus. Warum werden wir einfach sagen, dass wir sie nicht brauchen? I don't need whores. I've been told I'm quite handsome. Yeah? By whores? My point is, with enough coin we could do anything. Go anywhere. I could afford passage back to Westeros. To Ironroth. I've heard nothing from my family in years. You mean go home? They treated you like shit there. Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house. Gwyn. A man doesn't choose who he loves. Your family should understand that. Westeros and its bloody houses. Who fucking cares? It's all an excuse to tell everyone else what... Yeah. Wenn man nicht involviert ist, sagt man sowas leicht. Aber so wie es jetzt ist. It's not that simple. In the North, these feuds run deep. Oh, fuck the North. We have a good thing here. And any moment now, we're gonna be rich. Let's make a toast. To all of us deadly bastards. To us. Aye. To us. Und erstmal das Anstoßen versaut. You're not that drunk, are you? Sorry. Schauen wir mal, wie lange das hier noch so geht. 3 Minütchen. Beskar, I thought freed slaves put the bounty on Bezaak. They did. With his own gold. So why are the fucking Lost Legion here? Ja, ja, warum ist sie wohl hier? Is that Tazal? From the Volantis job. Maybe he's forgotten about that. You! I told you if I saw you again! Tazal!
Isn't it funny how laugh brings all friends together? Now cut your fucking throats! Haha. Good to see you too, the tavern's closed. Ja, wir werden drei. Beskar, what happened to the last man who threatened us? Keine I crushed his testicles in my fist. They made sort of a wet popping sound. Where is he? Where's who? Here, 400 dragons. They must be working for the Wise Masters. And that's all you're getting. Should be 800. The bounty is 800. You get 4. It's more than you deserve. Ich glaube, der will uns abzocken. Give us 800 and you can have him. Don't be an asshole now. We're all sellswords here. We are nothing like you. The Lost Legion are the blood of all Valyria. And we are done taking orders from whimpering pigs. I am unfairish. And we're done with you too. Vlada diri sombasi. Do ebi me. Don't talk to my men. Calm down, Tizal. We can still work out a deal. You two are going to be useful to me for once. Not bloody likely. The Wise Masters will hear how Asha Forrester kidnapped the venerable Bezak. How he wouldn't take less than 800 gold dragons. So he killed Bezak instead. Me? Luckily, we were there to deliver swift justice. So you steal the money and we get the blame. Oh, good plan. Ponteos in us! Bojos min nomi shahosu kisikas! Don't pay it. Who is that? All right. Who dies first? Who wants to dance at the end of the sword? Und an der Stelle geht's gleich weiter. Viel Spaß mit dem nächsten Nachkommentar. Ich hoffe, diesmal funktioniert die Audioaufnahme. So, und weiter. Kill them now! More like. Here's one. Hingekriegt. Come on! Sie können noch pass me! Hier auch noch, aber hier mein Gehirn irgendwie ausgesetzt. Das wird mir heute nicht das erste Mal passieren. Valar Morghulis. Click to continue. Aber so ist das nun mal. Manchmal gewinnt man, manchmal verliert man. Und alle müssen sterben. Sie können nicht pass me! To be down! You owe me one. This is for Volantis! Beska! Fuck you, Ash! An der Stelle habe ich irgendwie das Team nicht ganz verstanden. Man darf nicht bevor, also nicht gleich drücken. Sondern erst, wenn der äußere Rahmen den Rand der Taste erreicht wird. Deswegen hier immer noch nicht so früh. Bis mir dann dieser Rand erst aufgefallen ist. In der Schnelligkeit ist mir das nämlich nicht aufgefallen. Fuck you, Ash. Oh, ich kann es nicht. Tazal! Koste, was geht das? You know what this reminds me of? That brothel in Norvos.
kill me, and the Lost Legion won't stop until you and your friend are dead. Man macht nix. Snack. Bam. Scheiße. Netter Junge. Ja, zu früh gefreut. The song! Asha! Asha! Haben wir denn doch? Onkelchen. And all the gods of fire and fuck! Who the fuck is he? My uncle. That ended well. More on their way. We need to go. Aber zackig. Come on. Malcolm. Damn. That was we have to keep moving. Malcolm, stop. Asher. I'm glad I found you, my boy. It's been far too long. What are you doing here? Your family needs you, Asha. I'm here to bring you home. Na, dann bring ihn mal nach Hause. Ja, geht schon mal um einiges besser los hier als Episode 1. Bisschen actiongeladener. Ist das hier eigentlich der Anfang der Serie? Kann es mal jemand vielleicht in die Kommentare schreiben oder sowas? Ich schaue ja die Serie nicht. Das hat Gründe. Ich lese die Bücher schon seit langer, langer Zeit quasi. Auf Deutsch, auf Englisch, egal auf was. Und ja, da wollte ich mir die Bilder, die ich im Kopf habe, nicht durch die Serie zerstören lassen. Bei den Spielen ist es, glaube ich, noch ganz okay. Die sind für mich so ein bisschen, auch hier, da ja die Storyline eher extra Teil ist und nicht wie die Serie oder die Bücher nochmal erzählt, das ganz gut funktionieren. Lords. Episode 2. Ja. Da pfeift sich einer was. Nicole Martinez, Joe Penny. Story by. Directed by Kent Muddle. Art directed by Joe Henke. Environment. Animation Jessica Brazzo. Choreografie Rebecca Jamin Hart. Ja. Was haben wir denn hier? Not long now. Haben wir doch schon. Damn foresters. That is so fucking far away. Ja, das wohl sein. Oh, ja. Vaterchen. Lebt noch. Aha, so ist das also. That's far enough. I come from the twins bearing the dead of House Forrester. Lordly types from the looks of them. All right, we'll take them. Well, they're not free, are they? How much are you paying for them? Sir Roiland. You again. Who have you got this time? Some poor peasant dressed up like a lord. A stable boy. Sir Roiland. Oh, okay. Ja.
Der arme kleine Junge hier? In Bannerman's clothes? I'm home. You did this at Duskendale. And you have the fucking stones to try it again. No! This house has suffered the loss of many good men. And you dare come here claiming to have Forrester dead. They're Forrester! Look at their colors! Fine. I'm sure you explain. Now! Fine! I'll dump them in the river then! You come back here again, you won't be leaving. You got that? Aye, I heard you! Lousy sheep fucker. I'm sorry, sir. Don't worry, Stan. There's no one down behind. Seven. What is it, sir? This one's still alive. Yeah, you there? Schnell. Who are you? Ganz der Lord. Ryland. Roderick? Roderick, by the gods, it is you! Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Roderick! Genau, hol den Meister, schnell! Be awake. The milk of a poppy. Drink. Come now. Drink it, refuse it. Wir trinken es lieber. That's it. Sehen ja schon schlecht genug aus. Roderick! My lady! I am at a very delicate moment in the surgery. Please, I want to see my son. Let him. Sir, my lady, I must insist that you leave. No. Roderick, what have they done to you? These wounds would have killed any other man. As it is, he may never walk again. Nie wieder gehen. Roderick? What's wrong with him? He drank the milk of the poppy. Please don't leave me. Not yet. Wir geben unser Bestes, Mami. Summt denn da so fein vor sich hin? Vor sich hin. Aber an dieser Stelle glaube ich, ist das auch schon soweit. Ich schaue mal eben auf den Timer. Ja, an dieser Stelle ist das soweit. Ich entschuldige mich nochmal dafür, dass die Audioaufnahme ein wenig abgespackt hat und wir deswegen deswegen nachkommentieren musste. Aber ich denke, das macht bei dem Spiel nicht so viel aus. Darum sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Game of Thrones, Telltale Game Story.